Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mit euch basteln und zwar kennen viele von euch garantiert schon diese Bastelanleitung. Wer nicht, ich verlinke es euch oben beim i. Und hier geht es einfach darum, dass ich verschiedene Karten bastel, die eventuell anders aussehen und immer mit demselben Material gemacht wurden. Oder in diesem Fall ist es so, dass die Grundidee von der Aufmachung her gleich bleiben soll, aber ich andere Materialien verwende, wie ihr sehen könnt. So, heute die nächste Idee. Die normalen Sachen, die man halt braucht. Ne? Schere, Kleber und so weiter. Wir brauchen wieder einen Kordel. Washi-Tape. Ich wollte es diesmal eigentlich ohne Glitzer machen, aber das passt hier einfach so gut dazu. Das ist so ganz leicht, also goldschimmernd. Und ich habe mir diese Sticker einfach dazu genommen. Und das war's schon. Und natürlich eine Faltkarte. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Bastelanleitung an. Ich habe keine Idee, ob das Ganze funktionieren wird. Ihr seid live dabei, weil ich das noch nicht ausprobiert habe. Diesmal wird hier kein Hintergrundpapier drauf gemacht werden. Also hier habe ich ja diese Papiere andere verwendet. Diesmal lasse ich die reine Faltkarte. Und jetzt schneide ich mir erstmal hier so ein kleines Band zurecht. Ich werde auch diesmal keine Wimpelkette basteln. Warum? Weil ich auf diesem Stickerbogen diese Elemente habe und die so herum könnten eine Wimpelkette ergeben, habe ich mir so gedacht. Von daher muss ich mal gucken, ob das so funktioniert. Ich werde die wieder so ein bisschen schräg machen. Ich könnte das erstmal hier drauf probieren. Ich nehme jetzt also hier mein eines Element. Und klebe das erstmal hier so dran. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das vorhabe. Das soll wieder ein bisschen schräg gemacht werden, also kann ich das ja schon mal hinkleben. Ich denke, so kann man es lassen. Ihr habt gesehen, es ist gar nicht so einfach. So, jetzt habe ich ja kein Papier, wo ich das dahinter versteckeln kann. Das heißt, ich mache das mir hier ja trotzdem so ein bisschen abschneiden. Hier mache ich es mir bündig, da kann das so hängen bleiben. Und hier kann ich mir das so ein bisschen ummachen und mache das dann auf der Innenseite fest. Mit ein bisschen Washi-Tape. Ich weiß gar nicht, wo ich dieses Washi-Tape her habe. Könnte vom Action sein. Ich habe aber, ich kann es nicht ganz genau sagen. Und hier kann ich ganz kleines bisschen doppelseitiges Klebeband hinmachen. Dann nehme ich das dünne. Und da kann ich mir auch die Schnur ein bisschen festmachen. Nicht viel, nur ein bisschen. So, das ist schon mal sehr schön. Jetzt nehme ich das Washi-Tape und klebe mir das hier unten hin. Ich werde das von unten nach oben machen, ohne irgendeine Lücke. So, und jetzt brauche ich ja wieder was geburtstagmäßig so ein bisschen ähnelt. Da könnte ich das nehmen. It's a good day to be happy. Und dann kann man das ja aufmachen zum Geburtstag. Die besten Glückwünsche. So könnte man das ja machen. Das mache ich hier so ein bisschen schräg hin. So. Und dann könnte ich eventuell so, mir fehlt irgendwie wirklich noch was. Ich habe mir jetzt hier nochmal diese Steine geholt. Die hatte ich auch vom Xenos. Und ich werde diese nehmen, weil die farblich so dazu passen. Mache ich mal hier unten einen hin.
Flächen, ne? Dann mache ich hier ein hin. Es ist halt, es ist was Schlichtes, ne? Ich bin es halt gewöhnt, wie hier hat man das Hintergrundpapier und dann sieht das gleich anders aus. Hier wollte ich aber wirklich mal das Kraftpapier durchgucken lassen. Von daher ist das okay, würde ich jetzt sagen. Ich probiere das nochmal hier. Nee, ich lasse das. Ich bin echt auf eure Meinung gespannt. Ich würde sagen, fast schlicht. Es ist ja nicht ganz schlicht, ist ja schon viel Zeug dabei. So, das mache ich mir hier hinten noch ab, sonst bleibt man da immer dran hängen. Das kann ich auch rummachen, weil es ja Washi-Tape ist. Das schneide ich mir ab. So. Ja, ich denke, es ist okay. Kann man durchgehen lassen. Hundertprozentig gefällt es mir nicht, aber ich denke mal, es geht. Oder? So, das war die nächste Idee. Nummer 1. Nummer 2, sage ich mal. Und Nummer 3. Und mal gucken, ob vielleicht noch eine vierte Variante entsteht. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann bis bald, eure Katrin. Tschüss!